gut, ihr beiden, und macht's richtig. Warum hattest du ihm nicht gesagt, dass du nicht mehr bei deinem Vater arbeitest? Damit der versucht, meinen Job zu bekommen. Ich soll dich schön grüßen. Von Chekhov! Vati schafft es nicht allein. Er braucht deine Hilfe in der Werkstatt. Wir vermieten die Wohnung. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Aber das wolltest du doch nicht. Das Essen holen wir auf jeden Fall nach. Ich möchte auch noch eine Liebesgeschichte hören. Das ist nicht so wichtig. Du kennst ihn sowieso nicht. Ich hoffe, er hat dir nicht allzu wehgetan. Ach was. War perfekt, Kalle. Hätte nicht besser laufen können. Du bist so dämlich. Obwohl du so schön bist. Ich könnte dir helfen. Tut mir leid. Noch jemand kann ich mir nicht leisten. Hi, Schlaffi. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. I have a dream. And I feel we have the power to believe. See what will be. Send a message from your heart. We will never be apart. Come together. Friends forever. Together we are strong, and the party's going on. Come together, friends forever. And when we fight, we're sometimes right and sometimes wrong. But we all will be united, come together. Wie bitte? Den stellst du ein? Ausgerechnet Galle? Ja, warum denn nicht? Norbert hat beste Zeugnisse. Tja, echt, Alter. Ich frag dich nach dem Job und du machst nur den hier. Muss ich erst von denen hier in der Kneipe hören, dass hier eine Stelle frei ist. Warum hast du ihm nichts gesagt? Ich hab jemand gebraucht. Und Norbert ist der beste Mann für die Werkstatt. Idiot! Und ich dachte, du freust dich, wenn ich zurückkomme. Da hast du dich geirrt. Bist du verrückt? Ist was passiert? Nein. Fatih hat nur einen neuen Gesellen eingestellt. Was? Ich Idiot, komm hier noch angekrochen. Hat dich keiner danach gefragt. Und ich werde dich auch niemals wieder einstellen. Aber warum lässt du den Jungen hier nicht arbeiten, Ralf? Nachdem er mir klar gemacht hat, was er vom Boxen hält. Was hat denn das damit zu tun? Ich kann keine Versager gebrauchen. In der Werkstatt schon gar nicht. Aber Ralf! Beim kleinsten Problem schmeißt der Junge doch alles hin. In der Sache mit meinem Sohn gibt's nichts mehr zu bereden. Ich hab zu tun. Galle, komm. Gib mal meine Stahlbürste. Danke, Mutti. Tolle Idee, hierher zu kommen. Thorsten! Nun lach doch endlich wieder. Hör auf! Du hast mich benutzt, du Schweinhau! Du hast mich benutzt! Schluss jetzt! Du hast mich belogen, Mitya. Ach, das ist doch ein hässliches Wort, mein Täubchen. Und dann kriechst du noch zu mir ins Bett. Ich? Du hast doch gebettelt. Mädchen, bitte, noch ein letztes Mal. Oh, ab, verschwinde aus meinem Leben! Geh endlich, ich kann dich nicht mehr sehen! Nein, ich glaube, das werde ich nicht tun. Ich bleib noch ein Weilchen. Dieser Hof ist eine Goldgrube. Ich gehe doch nicht, bevor alles rausgeholt ist. Trägt man sowas heute noch? Was meinst du? Ich kann nicht mehr mit dir. Ich will nicht mehr gegen dich kämpfen. Bringt doch nichts. Ich bin mit deinem neuen Mieter verabredet. Den will ich nicht warten lassen. Das macht in solchen Kreisen einen ganz schlechten Eindruck. Sei so gut und pack den Koffer wieder aus, ja? Ich habe so sehr gehofft, dass er dich wieder einstellt. Ich dachte, wenn du den Anfang machst, aber dass er diesen Galle nimmt. Tja,
Was bin ich jetzt? Ein arbeitsloser Automechaniker. Du findest schon was anderes. Thorsten, ihr müsst aufhören, euch gegenseitig weh zu tun. Vati und du. Thorsten. Wie denn? Ich bin doch zu ihm gegangen. Ja, das war richtig. Du musst Geduld haben. Du musst versuchen, ihm zu verzeihen. Das kann ich nicht. Nur was für mich. Für unsere Familie. Für die Familie? Die gibt's doch schon lange nicht mehr. Hi, Dad. Glückwunsch. Deinem Bein scheint es besser zu gehen. Glaubst du nun, dass Bruno ein guter Orthopäde ist? Und ab heute Nachmittag wird er ein noch besserer Arzt sein. Das Röntgengerät wird heute geliefert. Dann haben wir das Chaos hinter uns. Chaos? Ja, das war doch kein Zustand. Wir mussten unsere Patienten zum Röntgen durch die halbe Stadt schicken. Euch sind ja teilweise die Leute weggeblieben. Ich kann es Ihnen nicht mal verdenken. Auf Dauer macht das auch die beste Praxis kaputt. Na, dann bist du ja jetzt sicher froh. Allerdings. Ich wäre gern dabei, wenn ihr das Röntgengerät aufstellt. Wie du willst. Aber ich weiß nicht genau, wann die Leute kommen. Macht nichts. Ich kann ja so lange beim Sortieren der Laborberichte helfen. Oder hast du was dagegen? Ganz im Gegenteil. Ich bin nur überrascht, dass du dich so für die Praxis interessierst. Solltest du dich nicht auch ab und zu um dein Studium kümmern? Klar. Aber bei so einem Neuanfang müssen wir doch alle zusammenstehen, oder? Ich zieh mich schnell um. Dann gehen wir los. Da verstehe ich Sie richtig. Ihre Schwester verlangt nur noch 5.000 Mark Ablöse. Hm. Und warum? Ich habe noch mal mit ihr geredet. Das war einfach zu viel. Ja, allerdings. Sie wollte erst nicht, aber ich habe ihr erklärt, dass Sie ein solventer Mieter sind. Ja, das bin ich. Andererseits verstehe ich meine Schwester. Die ewigen Geldsorgen. Der Abstand sollte ihr etwas Luft verschaffen, Sie verstehen? Ich verstehe. Völlig. Ja, also, ich nehme die Wohnung. Wie sagt ihr Deutschen so schön? Ende gut, alles gut. Dann wollen wir mal. Bitte? Ihre neue Wohnung ausmessen. Unglaublich. Der Typ schleimt sich bei deinem Vater rein und kriegt den Job? Ich hätte es wissen müssen. Galle lässt sich nicht so einfach abwimmeln. Aber woher wusste er eigentlich von der freien Stelle? Von euch, das ist ja der Witz. Bitte? Ja, er hat gesagt, er hat sie im Pinguin erfahren. Oh, verdammt. Arnold hat sich verplappert. Ja, aber so, es ist auch mein Schuld. Na toll. Mit deinem Vater willst du in keinem Fall reden, oder? Nee, der ist nämlich gestorben. Aber wie lange muss es noch so weitergehen? Es ist mir egal. Ich habe jetzt auch wichtigere Sachen zu tun. Ich muss einen Job finden. Hey, hey, wir kriegen das schon hin. Okay? Also zaubern kann ich nicht. Das müssen wir auch nicht. Ich wäre schon froh, wenn Sie Ihre eigenen Termine einhalten würden. Ja, verstehen Sie denn das nicht? Unser Röntgengerät ist noch nicht da. Und warum haben Sie mich dann bestellt? Ja, es kommt ja. Es müsste längst hier sein. Also am besten, Sie gehen wieder nach Hause, regen Sie sich nicht auf und ich rufe Sie an, wenn wir soweit sind. Bemühen Sie sich nicht, ich finde schon noch einen Arzt, der mein Bein röntgt. Wiedersehen. Der kommt nicht wieder. Ja, Frau Burkhardt, wo bleibt denn das Gerät? Ich weiß es nicht, Herr Professor. Dann rufen Sie bitte die Firma an. Ja, natürlich. Ja, Praxisprofessor Bär hier, guten Tag. Wir haben bei Ihnen ein Röntgengerät bestellt und das sollte heute geliefert werden. Nein, es ist noch nicht da. Mach dir keine Sorgen, Daddy. Ich meine, warum sollte es denn nicht kommen? Was? Aber selbstverständlich haben wir die Anzahlung überwiesen. Das ist unmöglich. Ja. Nein, ich faxe Ihnen den Beleg. Die wollen uns das Röntgengerät nicht liefern.
Bitte? Was ist denn da schiefgelaufen? Sehr schön. Bis auf die Decke und die Heizkörper könnten einen Anstrich gebrauchen. Allerdings. Ja, die Sachen nehmen Sie aber alle mit, oder? Selbstverständlich. Allerdings, wenn Sie etwas davon brauchen können, wir verkaufen es Ihnen gerne. Im kleinen Zimmer neben dem Tanzstudio können wir sowieso nicht alles unterbringen. Ja, danke. Aber das ist nicht ganz mein Geschmack. Wie Sie meinen. Und wann kann ich einziehen? Ich denke, in circa 4 Wochen vielleicht. Ist aber sehr spät. Übermorgen bekommen Sie die Schlüssel. Ich helfe dir selbstverständlich beim Umzug. Keine Sorge. Ja, fein. Ist ja alles geklärt. Moment, da wäre noch eine Sache. Die Papiere. Nichts geht in diesem Land ohne Papiere. Der Vertrag. Ah ja. Zufrieden, Chef? Tja, das sieht ganz ordentlich aus. So ein Sechszylinder hat's in sich. Klar, Chef. Vor allen Dingen die Einstellung der Einspritzdüsen ist nicht ganz einfach. Ach, die habe ich intus, Chef. Wenn du pfuscht, gibt's Probleme bei Vollausfahrt. Oh Gott, wem sagen Sie das? Diese Ejatronic ist ja dermaßen empfindlich. Das muss man im Urin haben. Hm. Die nehme ich in einem Schlaf auseinander. Null Problemo. Na fein. Von der Karriere kenne ich sämtliche Motordiagnosekurven. Auswendig. Fragen Sie mich mal was. Damit habe ich meine Gesellenprüfung gemacht. Och. Naja. Eine Frage hätte ich schon. Hm. Was ist denn das hier? Der Sicherungsblind einer Zuleitungsmuffe. Kannst du mir mal erklären, warum du den nicht eingebaut hast? Den habe ich nicht vergessen, Chef. Den braucht man nicht. Nur bei extrem hohen Temperaturen und die gibt's nicht mehr in der Sahara. Ist mir egal, wie heiß es in der Sahara ist. Bei mir wird der Splint eingebaut. Verstanden? Geht's an Gang, Chef. Hallo. So eilig, Frau Nachbarin? Nachbarin? Wieso? Tja, du wirst damit leben müssen. Auch ich werde ein glückliches Mitglied der Ziegelhof-Gemeinde. Mhm. Wusste gar nicht, dass hier was frei wird. Ja, du kannst auch nicht alles wissen. Frau Juranova zieht aus. Was? Aus dieser wunderbaren Wohnung? Aber warum denn? Keine Ahnung. Jedenfalls brauche ich mich nicht beim Chef einzuschmeicheln, wenn ich hier unterkommen will. Ach, komm, Bruno, das ist doch... Die Wahrheit. Nächste Woche ziehe ich hier ein. Und jetzt muss ich mich um mein Röntgengerät kümmern. Das kommt gleich. Du entschuldigst. Na, immer langsam. Wollen Sie sich etwa hier behandeln lassen? Nein, ich bin hier nur der Arzt. Na, da haben Sie aber Glück. Was ist denn hier los? Unser Röntgengerät wird nicht geliefert. Was? Das gibt's doch nicht. Ich habe schon Patienten bestellt. Was soll denn das? Frau Burkhardt, haben Sie den Beleg gefunden? Nein, noch nicht. Und in Ihren Unterlagen. Kann ich da vielleicht noch mal nachsehen? Ja, sicher. Aber ich glaube nicht, dass Sie da was finden. Wohin denn so eilig? Suchen helfen. Ist ja rührend. Immer hilfsbereit, was? Genau wie damals, als Sie das Überweisungsformular zur Post bringen wollten. Sie erinnern sich? Nein, ich erinnere mich nicht. Leider. Lassen Sie mich los, oder ich schreie. Na also. Ellen! Ja, sag mal, warum antwortest du nicht, wenn man dich ruft? Was ist denn los? Ist irgendwas? Alles in Ordnung. Naja. Wie du meinst.
Du kannst sagen, was du willst. Mit dem Galbeck habe ich einen richtigen Griff gemacht. Was glaubst du, wie viele Autos der mir repariert am Tag? Flink, zuverlässig und immer höflich. Ich hätte nie gedacht, dass du Thorsten das antust. Ich bin Thorsten immer ein guter Vater gewesen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ralf, ich habe die ganze Zeit zu dir gehalten. Aber heute bist du zu weit gegangen. Thorsten ist unser Sohn. Vergiss das nicht. Eben. Darum will ich ihm zeigen, wo es lang geht. Solange der Junge seine Füße unter meinem Tisch... Das ist auch mein Tisch! Dem Jungen geht's schlecht. Seine Zukunft. Du bist kein guter Vater. Ines, Inge, Isabel... Also, das ist mir noch nicht vorgekommen. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Habe ich die Anweisung in den Umschlag gesteckt oder nicht oder doch? Jacqueline, Judith, Karen. Karen. Natürlich, Karen Schneider, die ist es. Sie haben vielleicht Nerven. Bei uns ist der Teufel los und Sie denken nur an Frauen. Richtig. Ohne Frauen geht es nicht, Frau Burkhardt. So, was Sie nicht sagen. Zum Beispiel Karen Schneider. Eine alte Bekannte aus dem Tennisclub. Ihr Vater ist Vertriebsleiter. Schön für Sie. Vertriebsleiter bei der Firma, die unsere Röntgengeräte herstellt. Was sagen Sie nun? Ja, wen Sie alles kennen, Herr Doktor? Tja, man braucht eben Verbindungen. Bestellen Sie Lilien. Lilien? Mhm. Lilien sind Karins Lieblingsblumen. Damit habe ich sie immer rumgekriegt. Also notieren Sie. 50 Lilien an Karin Schneider. Lehndorfstraße 18. Sie sind ja ein richtiger Don Juan. Frau Burkhardt, was denken Sie von mir? Das tue ich nur für die Praxis. Aber natürlich, Herr Doktor. Ich verspreche Ihnen, spätestens übermorgen steht das Röntgengerät hier. Oder ich gehe ins Kloster. Herr Doktor, das werden Sie uns doch nicht antun. Na, Alter, schon Feierabend? Mach Platz, Galle. Tja, es lohnt sich nicht, Galle anzulügen. Schade. Wir hätten Freunde bleiben können. Lass mich durch. Klar doch. Aber in Zukunft ist hier Durchgang für Betriebsfremde verboten. Unfallgefahr. Übrigens, mit deinem Alten verstehe ich mich prächtig. Pass das Ding nicht an! Der ganze Krempel hat doch in der Werkstatt nichts zu suchen, oder? Pass auf. Du räumst das Zeug in den nächsten Tagen raus und dann haben wir beide keine Probleme. Alles klar? Pass bloß auf. Lilien. Lehndorf 18. Frau Schneider. Sehr schön. Ich danke auch. Daddy tobt. Tut mir so leid. Wie konnte das denn passieren? Zahlungsbelege sind einfach weg. Verschwunden, ja? Eine Riesenkatastrophe. Naja, sagen wir mal, eine mittlere. Wieso? Hat sich etwas Neues ergeben? Ja, allerdings. Was denn? Wir können wieder hoffen. Wie erfreulich. Herr Dr. Freitag hat Beziehungen zu einer Frau Schneider. Und er will ein gutes Wort bei ihr einlegen. Ein paar Blümchen, ein Abendessen im Kerzenschein. Und wir haben unser Röntgengerät. Ach, und wer ist diese Frau Schneider? Eine Persönlichkeit mit Einfluss. Herr Dr. Freitag ist sehr zuversichtlich. Man trifft sich heute Abend bei einem kleinen Tete-a-Tete, Sie verstehen? Ja, ich verstehe. Ich habe gerade eben 50 Lilien für die Dame bestellt, als Postillon d'amour sozusagen. Der Doktor weiß, was Frauen wünschen. Das wäre ja zu schön. Allerdings, es kann ja immer noch mal was schiefgehen. Sie? Ich habe jetzt keine Zeit. Ach, das geht ganz schnell. Ich habe nur eine Frage. Stimmt es, dass Ihre Schwester auszieht? Mhm, stimmt. Mhm. Und warum? Was gibt's da nicht zu verstehen? Meine Schwester braucht Geld. Mit dem Abstand für die Wohnung ist sie erstmal aus dem Gröbsten raus. Sie hat mir aber nie irgendwas von Geldsorgen erzählt. Sie hat aber welche. Das kommt mir doch alles reichlich komisch vor. Sie finden das komisch und ich helfe ihr. Das ist doch eigenartig, oder? Seitdem Sie hier aufgetaucht sind, hat Tamara ständig Schwierigkeiten. Was wollen Sie damit sagen? Aber bitte, fragen Sie Tamara selbst, warum sie hier auszieht.
Sehen Sie, genau das habe ich vor. Bitte sehr, immer hereinspaziert. Fragen Sie, ich werde Sie nicht hindern. Ich verspreche Ihnen, sie wird Ihnen nichts anderes sagen als ich. Sie ist meine Schwester. Und wer sind Sie? Hallo. Hallo. Ist alles in Ordnung? Ja. Bruno hat mir gesagt, dass er hier einzieht. Stimmt das? Ja. Warum? Es hat sich so ergeben. Ging es um Geld? Warum haben Sie mir denn nie was erzählt von Ihren Geldsorgen? Ich wollte Sie nicht mit meinen Problemen belasten. Ich dachte, wir sind Freundinnen. Oder könnten es werden. Wir sind Freundinnen. Ja, also warum kommen Sie denn dann nicht mit Ihren Problemen zu mir? Ich werde es in Zukunft tun. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, ja? Sie können Ihre Miete nicht mehr bezahlen und sagen, es ist alles in Ordnung? Bitte! Ich weiß nicht, warum alle meinen, Sie müssen mich bevormunden. Ich will Ihnen helfen. Manchmal kann man mit seinen Problemen nicht alleine fertig werden. Ich brauche keine Hilfe. Bitte, gehen Sie jetzt. Morgen. Alle schon so früh da? Was gibt's denn Neues? Ja, das hätten wir gern von Ihnen gewusst. Also spannen Sie uns nicht auf die Folter. Erzählen Sie. Frau Burkhardt, Sie wissen doch, der Kavalier genießt und schweigt. Nun aber mal raus mit der Sprache. Bekommen wir unser Röntgengerät? Ich sag's mal so, das Gespräch mit Frau Schneider ist zur gegenseitigen Befriedigung verlaufen. Tja, Probleme sind dazu da, gelöst zu werden. Ich könnte Sie küssen. Gratuliere. Ich hätte nicht geglaubt, dass das klappt. Danke. Es war mein Vergnügen. Das kann ich mir vorstellen. Sie müssen mir bei Gelegenheit mal Ihre Strategie erläutern. Aus rein wissenschaftlichem Interesse, Frau Burkhardt. Also, dann wollen wir mal. Pam, hast du für heute meine Termine rausgesucht? Nein, leider nicht. Ich muss dringend was erledigen. Na gut. Frau Burkhardt, dann gehen wir meinen Tagesplan durch. Kommen Sie? Ja, aber gerne, Herr Professor. Respekt, Herr Kollege. Das haben Sie glänzend hingekriegt. Frau Schneider? Hier spricht Frau Dr. Freitag, Bonus Frau. Na, vor anderen Frauen spricht er nie von mir. Ich will Ihnen keine Moralpredigt halten. Wir sind ja beide Opfer. Was denken Sie, warum er sich bei Ihnen gemeldet hat? Sobald das Röntgengerät da ist, wird er wieder bei mir angekrochen kommen. Mit einem Strauß Lilien. Ja, natürlich weiß ich das. Ich bin schließlich seine Frau. Wir beide sind verheiratet?